Girdim Yarin Bacisin. Vielleicht. Der? War das gut? Girdim Yarin Bacisin'a Çiçekler açmış. Ihr hattet mir verschiedene Stücke zur Auswahl gegeben. Ich glaube, das war ziemlich eindeutig, dass ich das machen wollte. Ich fand, das hatte einfach eine so total interessante Stimmung. Und dann beim Recherchieren gab es halt super viele Versionen. Das war dann auch spannend, da auch zu merken, okay, dass sich auch jede Version unterscheidet. Dass es da eben auch verschiedene Arten gibt, es zu singen. Auch textlich echt viele unterschiedliche Arten gibt. Quasi ein klassisches Liebeslied eigentlich. Ne? Ein Sehnsuchtslied nach Liebe, die anscheinend nicht mehr da ist. Was einfach im Prozess des Schreibens passiert ist, dass ich aus diesem nostalgischen und auch verklärten Blick ein bisschen ausbrechen wollte. Und die andere Ebene, glaube ich, die einfach jetzt mal so ganz musikalisch sich daraus für mich ergeben hat, ist ja ein Thema, was mich eigentlich immer beschäftigt, dieses, okay, wie können wir da auch so Brücken schaffen, dass jetzt nicht immer eben auch die musikalischen Formen und Traditionen da so in sich bleiben und sich quasi abschotten. Da so ein bisschen auch, sag ich mal, so diese Scheuklappen so ein bisschen aufzumachen und zu schauen, okay, wie können wir dabei jetzt in Verbindung treten und jetzt nicht Berührungsängste haben, nur weil man es noch nicht durchdringt, sondern einfach sofort damit arbeiten.